Willkommen, willkommen aus München. Ihr seht, ich habe einige Sachen hier auf dem Tisch stehen und zwar von Anker. Die haben mir super viele Produkte geschickt, 4 Stück, um bei der Zahl zu bleiben und zwar zu der neuen Quick Charge 3.0 Technologie von Qualcomm. Ihr habt bestimmt schon davon gehört. Ich find's super, denn ich kann damit meine Handys noch schneller aufladen. Nicht nur von Samsung, sondern von allen möglichen Firmen, die auch nicht unbedingt Qualcomm-Chipsätze benutzen. Und habe sogar mein Notebook hier, seht ihr es rechts. Ich werde euch gleich demonstrieren, wie ich über USB-C mit diesem kleinen Ladegerät meine Notebook auflade. Genau, also hier dieses Quick Charge 3.0 Gerät, das heißt von Anker PowerPort Plus 1, das seht ihr ganz schön hier vorne beschrieben, kostet 13 Euro, was zuerst nach viel Geld klingt für ein Ladegerät für Handys, aber wie gesagt, ich kann das universal für eigentlich alles einsetzen, was man per USB aufladen kann. Wie ihr sehen könnt, leider natürlich ein bisschen Fingerabdruck anfällig, denn das Ganze hier nur für Europa verwendbar, also ich kann hier den Kopf nicht abziehen, abstecken oder ähnliches. Und dafür dann, wenn wir auf der Seite hier drauf schauen, sehen wir eindeutig, wie viel Strom das hier ausgeben kann, und zwar 5 Volt bei 3 Ampere, also 15 Watt. Wir haben auch 9 Volt bei 2 Ampere, das sind gleich 18 Watt. Das ist schon einiges. Und 12,5 Volt bei 1,5 Ampere sind genauso 18 Watt, wenn ich richtig rechne. Also wirklich ein super Ladegerät, das man weltweit einsetzen kann. Quick Charge 3 steht hier nochmal drauf. Hier auf der Seite sieht man es auch nochmal grün, das Ganze. Das Quick Charge 3 Logo hier, das man ansonsten hier nirgendwo mehr drauf findet. Aber ich stecke es jetzt hier mal an. Und dann leuchtet das hier gleich grün, beziehungsweise leuchtet auch schon grün, aber es ist gar nicht auffällig. Und ich werde euch gleich zeigen, wie schnell dadurch dann entsprechend mein Samsung-Gerät lädt. Hier mit auch seinem schönen weißen oder entsprechend grauen Kabel, die ich auch noch hier mitgeliefert bekommen habe. 90 Zentimeter, also nicht mitgeliefert, sondern separat kann man natürlich kaufen. Hier die entsprechenden Powerline Micro-USB-Kabel. Die sind natürlich schön stabil und wunderbar verarbeitet, fast sogar noch besser verarbeitet, als wie man das von Apple sogar noch kennen würde. Anker hat nur ihr ganz kleines Logo hier drauf gemacht, aber ansonsten erkennt man das gar nicht. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel das schwarze Kabel nehmen. Ich mache mal hier diesen Strip ab, der natürlich auch super ist, wenn man so einfach Kabelbinden immer mit dabei hat. Ich stecke mal das Kabel hier an, nehme meinen Samsung Galaxy S6 Edge, stecke es hier dran und natürlich fängt es an zu laden. Und das Schöne bei Samsung ist, die sagen einem ja auch immer, wie lange das ungefähr dauert. 31 Minuten für die letzten 20%. Quick Charge 3 soll aber ermöglichen, genau auf diese 80% auch in 30 Minuten zu kommen. Was natürlich immens ist, aber natürlich die letzten paar Prozent dauern immer etwas länger. Aber auf jeden Fall geht es einfach mit Quick Charge 3 nochmal ein Stück schneller. Das Ganze soll aber unseren Autos nicht vorenthalten bleiben, deswegen gibt es für ganze 9 Euro nur das Ganze auch, wie ihr sehen könnt, hier Qualcomm Quick Charge 3.0 Technologie. Das Ganze auch für das Auto, hier entsprechend dann für den Zigarettenanzünder, wo wir auf dieser Seite nochmal ablesen können. Hier haben wir die genau gleichen technischen Spezifikationen. 5 Volt bei 3 Ampere, 9 Volt bei 2 Ampere, 12 Volt bei auch 2 Ampere, also hier sogar noch etwas mehr Strom ausgegeben, können wir ausgeben, 24 Watt entsprechend hier mit dem Gerät. Damit können wir auf jeden Fall dann schon ein Notebook laden, wenn es im ausgeschalteten Zustand ist. Das ist immer so eine kleine risky Geschichte, die bei USB-C nicht ganz oft genannt wird. Ja, wir können per USB unsere Notebooks mittlerweile aufladen, aber natürlich kriegen sie nicht ganz so viel Strom mit einem, wie mit einem regulären Netzteil, das mit 45 Watt oder mit 90 Watt arbeitet oder mit 60, je nachdem, wie viel wir da haben. Ihr sehen könnt, schon habe ich 1% mehr und nur noch 30 Minuten, dass ich das Ganze hier voll aufladen kann. Ich stecke es mal wieder ab, beziehungsweise ich kann euch auch gleich demonstrieren mit einem regulären Micro-USB-Kabel, wie lange es damit dauern würde. Dazu habe ich hier jetzt auch mal so ein ganz kurzes Standard-USB-Kabel. Stecke es damit auch mal an. Beziehungsweise eigentlich sollte ich natürlich nicht den Stecker nehmen, sondern ich habe hier noch den Standard Fast Charger von Samsung, der auch die Qualcomm-Technologie verwendet, aber noch die 2.0. Genau, das stecke ich jetzt hier mal an. So geht's. Und ich bin mal gespannt, wie viel mir das hier sagen wird, wie lange es dauert. 30 Minuten. Also verwendet Samsung wahrscheinlich auch schon länger mit der Quick-Charge-Technologie hier, die etwas schnellere Möglichkeit. Aber wenn wir hier mal kurz draufschauen auf das Samsung-Ladegerät,
Dann sehen wir auch, dass wir hier nur 10 Watt rauskriegen. Also ist der Charger so schlau, um mitzukriegen, okay, wie viel Leistung verträgt maximal das Endgerät, bevor der Akku kaputt gehen würde. So, jetzt wie versprochen nochmal das Ganze am Notebook angeschlossen. So, hier seht ihr, wir haben ein USB-C-Kabel. Das ist auch ja um die 90 cm lang. Ich habe hier meinen Dell XPS 13. Ich stecke es hier an. Und das Display ist angegangen, ich habe nichts gedrückt. Und hier, wenn ich kurz drauf drücke, steht da Not Charging, aber hier ist das kleine Charging-Logo. Natürlich ist es nicht am Laden, weil das Gerät gerade an ist. Und so ein Notebook, was normalerweise im Ultrabook-Bereich läuft, dann, oh, wir sind sogar schon auf Fully Charge gerade gesprungen, also doch auf einmal aufgeladen das Ganze. Also wir haben hier auf jeden Fall die Möglichkeit, unsere Notebooks damit zu laden, aber wie gesagt, am besten im ausgeschalteten Zustand über Nacht. Das ist sozusagen eine Notlösung, falls man doch mal das Netzteil vergessen haben sollte oder mal auf so einem Tagestrip ist und wir entsprechend nicht viel mitnehmen wollen. Dafür ist so ein Anker Quick Charge 3 super fürs Auto, für zu Hause. Wenn ihr zugeschaut habt, mein Name ist Balázs Gál. Das war hier eine ganz kurze Übersicht über ein paar neue Ankerprodukte. Bis zum nächsten Mal und tschüss.